Die Musik ist brutal episch. Freut mich, dass ihr alle wieder da seid. Ich bin auch wieder da. Kurz wieder den Faden, ganz kurz den Faden verloren. Ja, weiter geht's. Wir waren, ich hab's vergessen. Dabei ist es erst gestern gewesen. Läuft bei mir. Und sonst, was geht? Habt ihr irgendwas Tolles gemacht? Die Folgen kommen jetzt immer um 12 Uhr. Nicht erst um 17.30 Uhr. Weil irgendwie habe ich das mit 17.30 Uhr gemacht gehabt, als ich noch auch Valorant gespielt habe ein bisschen. Aber das schaffe ich einfach nicht mehr. Die Lampe ist gerade ein Ticken dunkler geworden. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, deswegen Gothic jetzt einfach um 12. Genauso wie Magica. Magica? Ich glaube Magica. Irgendwie nordisch oder so. Magica. Kommt auch um 12. Halt am Wochenende dann. Kommt jetzt einfach alles immer um 12. Ende. Mehr braucht ihr euch gar nicht merken. Außer einmal Gothic, da habe ich verkackt. Das kam nachts. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwas. Ich habe es verschissen gehabt. Am besten du erledigst das selbst. Und dann kam einfach 17.30 Uhr die eine Folge, um 0 Uhr die nächste. Erstmal Maussensibilität. Ich habe nachgeguckt. Mit seiner scheiß Schaufel. Ich habe im falschen Tempel gesucht. Er war in Trelis. Werden sie dich dazu zwingen. Er war in Trelis und nicht hier. Aber ihm müssen wir noch die Liste eigentlich klauen. Gehst du pennen? Davon will ich nichts wissen. Wir gehen zu Sanford. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Und dann zu Dominic. Als wenn das so also, einfach wäre. Am Anfang hakt es immer. Eigentlich soll das Spiel einmal. Es lebe Okara. Rumrennen. Du Mistkerl. Und dann erst anfangen. Wo hast du das aufgeschnappt? Los, rede! Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Verdammt, wir müssen unsere Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Aber ich kann nur für uns hoffen, dass du auch für den König bist. Klar. Klar, warum nicht? Ja, ich arbeite mit den Rebellen zusammen. Woher wusstest du, dass ich dich nicht gleich töte, wenn du mir das Passwort sagst? Ich wusste es nicht. Hast du aber Glück, Freundchen. Ich bin der Kontaktmann der Rebellen hier in Montera. No shit, Sherlock. Ist das dein Ernst? Erzähl mir mehr über Okara. Okara ist das zentrale Rebellenlager in Mittelland. Ich muss unbedingt mit dem Anführer von Okara, Roland, Kontakt aufnehmen. Leider komme ich hier nicht weg. Aber du kannst das. Kannst du Roland eine Nachricht überbringen? Ja, klar. Gib mir die Nachricht. Ich bringe sie nach Okara. Gut, hier hast du sie. Ist das dein Ernst? Klar, warum nicht? Gleich mal lesen. Nee. Wenn er so weitermacht, pass auf, Roland, ich habe das Gefühl, dass meine Stellung hier bei den Söldnern von Montera immer wackeliger wird. Ich muss mich eine Weile im Hintergrund halten, wenn meine Tarnung nicht auffliegen soll. Ich werde mich wieder melden, sobald die Situation wieder sicher ist. Sanford. Dass das aber auch mit seinem Namen unterschreibt, ne? Ich kann doch jetzt direkt hier zu ihm gehen und ihm das in die Hand drücken. Also, das ist doch dämlich. Sowas hätte ich dann unterschrieben mit deinen Rebellenspitzel oder so ein Scheiß. Jetzt. Karte, bitte. Ich glaube hier kein Wort. Gerade überlegt, ob wir von Khabdun aus laufen, aber ich glaube, das wird nicht besser. Einmal eine Schmierlaus. Wie viel? Montera 62, okay.
Ja, die Wölfe. Die habe ich schon wieder vergessen. Die können wir vielleicht... Also, das ist jetzt wieder so hart. Uns da auf die Steine stellen. Könnte das funktionieren. Shit, lauf schneller. Er läuft immer so hübsch mit dem Pfeil in der Hand. Nein, 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 nein. Ah! Oh Gott, Held! Ah! Oh Gott! Ich sag's euch, der macht uns jetzt weg. Okay, wir müssen direkt oben auf den hohen Stein. Akzeptiert. Machen wir. Ich werde ja schlauer. Ich lerne ja immerhin dazu. Heißt, diesmal schießen wir einen Wolf an. Was hat denn hier geklickt? So nicht. Hör mal auf, da rumzustreuen, du streuender Wolf. In den Arsch. Lauf. Sie kommen. Direkt ganz nach oben. Da könnt ihr stehen bleiben. Nein, er findet einfach den Weg. Okay. Oh shit. Wenn du ein bisschen herkommst, Wolf, dann können wir das fair austragen. Oder ich gehe zuerst auf deinen Freund. Oh shit! Warum sind die jetzt wieder so krass? Alter, beruhigt euch. Tollwütige Wölfe passt eher. Bah. Geht schon wieder los. Dass wir aber auch so schlecht sind gegen Wölfe, das ist doch unglaublich. Wir haben 360 Leben, ja. Das ist fast doppelt so viel. Fast doppelt so viel, wie man zu Anfang hat. Und wir kacken einfach gegen Wölfe ab. Es ist so traurig. Einfach direkt weglaufen. Auf den Stein. Gucken mal, wie viele kommen. Vielleicht kommt nur einer. Das wäre natürlich Premium. Vielleicht kommt er auch gar nicht. Er kommt doch. Er kommt allein. Nein, kommt er nicht. Lauf, Held. Oh Gott, bis der sich umgedreht hat. Oh Mann. Sie finden einen Weg. Warum finden sie einen Weg? Okay, okay. Er läuft einfach den Berg hoch. Oh shit.
Geht nach Hause. Die rennen aber auch hinterher. Geht zurück. Die haben aber auch Bock. Ich glaube, die sind auch schneller als wir. Hey, Rebellen. Da ist noch so ein Mistvieh. Da ist noch so ein Mistvieh. Macht ihr mal was. Ja, genau. Warum sind sie jetzt rot? Können die scheiß Wölfe nicht mal auf die Rebellen gehen? Dass ich die hier ganz entspannt wegmachen kann? Nein, 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 jetzt nicht sterben. Die haben einfach keinen Bock auf die Rebellen, ne? Ich glaube, die machen die Rebellen einfach weg. Dem hast du's gezeigt. Immerhin dem einen. Au, da sind noch mehr von den Biestern. Der Wolf ist einfach zu schnell beim Angreifen. Um dich ist es nicht schade. Meine Güte, hey. Immerhin haben wir zwei weggemacht. An. Vier Rebellen und ich. Und es ist trotzdem noch schlimm. Gegen ein paar Wölfe, die 50 Erfahrung geben. Das ist lächerlich. Ich darf erstmal die Tür wieder ein bisschen aufmachen. Kopf sieht auch so rot aus. Nein, der war doch da gar nicht. Hier vorne lag der andere. Kurz die Lampe. So. So. Ich weiß doch auch nicht. Speichern, falls ich es noch nicht getan habe. Bitte ist da auch irgendwas Ordentliches drin. Ich sehe auch schon, wir müssen hier für die Banditen, für Ortega. Das wird auch nochmal übel. Truhe. Schön. Ach, Wenzels Schwert ist hier. Zu schwer. Zu schwer. Das wäre halt schon geil, ne? Für 10 Stärke. Wäre schon ein gutes Upgrade. Das machen wir auch. Das machen wir. Wir gehen noch. Wir laufen doch nochmal von Kap Dun los. Habe ich nicht letzte Folge auch. Ich habe doch eine Rüstung gekauft gehabt. Oh, ich habe den falschen Spielstand geladen. Dann ist ja gut, dass wir hier sind. Ich glaube, wir haben aber nur die Rüstung gekauft gehabt. Von daher... Würdest du mich im Kampf unterrichten? Nur weiter so. Nur weiter so. Den Hirsch haben wir nämlich auch getötet. Ich erinnere mich. So,
So, jetzt Wenzels Schwert. Paladin Schwert. Ja. Ja, ja. Wir haben nämlich... Zeig mir deine Ware. Du bist in Ordnung. Auch den Scheiß verkauft. Wir haben nämlich hier aufgehört, wo ich meinte, hier, wir haben die erste Rüstung, die halt ein bisschen scheiße ist, aber kann man nichts machen. So, neues Schwert, neue Rüstung, fast neue Rüstung. Dann kann es ja jetzt nur besser werden. Alchemietisch. Können wir ein paar Heiltränke machen? Wir sind doch bewandert in der Kunst der Alchemie. Oh ja. Dazu fehlen mir die Zutaten. Keine Fläche, ne? Ja. Einmal ein Stückchen Fleisch. Pfeile. 27 nur. Zeig mir deine Ware. Ja, du hast Pfeile. Ich hasse auch Pfeile. So. Das Paladinschwert ist echt gut. Verzeihung. Es sieht nur auf dem Bild immer übel kacke aus, als wäre es so übel breit. Also auf dem kleinen. Und dann in echt ist es schon um einiges schöner. So jagt man Hirsche. Jeder, der was anderes sagt, lügt. Okay, der hatte gar keine Ahnung, wo er hin soll. Wahrscheinlich haben die so ein Gebiet. Wo sie hinlaufen können. Und irgendwas, wo sie nicht mehr hinlaufen können. Genau, hier war der Fuzzi. Ich kann nicht mehr. Ja, sein Lampenöl haben wir noch nicht, das hat ja Ortega. Sollen wir da mal gucken gehen? Das Wildschwein hat uns schon gesehen. Oh Gott, da kommt sein Freund. Ja. Oh Gott. Oh. Da. Da. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Jetzt konnten wir ihn wieder nicht treffen. Dass hier 20 Zentimeter so viel ausmachen. Dass man dann immer drüber schlägt. Jetzt erst die Freunde.
Da. So, auf der ebenen Fläche. Da. Okay. Ich wollte gerade schon wieder große Fresse haben. Oh, was ist denn los? Ja, auf der ebenen Fläche macht uns das Wildschwein immer noch fast fertig. Kommst du alleine her? Wenn man die richtigen Schläge machen kann, die machen halt auch echt mehr Schaden. Da ist Kandidat Nummer 3. Ja, jetzt treffen wir ihn wieder nicht. Hallo. Danke. Ach, die Musik ist aber schon schön. Ich habe kurz gedacht, der andere kommt jetzt auch gerade. Wolf gegen Wildschwein. Der Wolf ist am Drücker. Wir können ihn nicht treffen, obwohl wir ihn treffen. Hört euch das an? Wir können ihn einfach nicht treffen. Ja, jetzt! Wolf das Wildschwein wegmacht. Dabei sind die so OP. Meine ich gerade eine Pflanze? Nee. Habe ich mich verguckt? Ich glaube, da hinten in der Höhle müsste Ortega sein. Ach, da ist es. Das Vieh. Gucken wir mal, ob Ortega hier ist. Oder ob ich mich verlaufen habe. Ich habe mich verlaufen. Hier sind Minecrawler. Kommst du her? Die sehen halt so hässlich aus, ne? Okay. Okay. Wenn der andere kommt, sind wir ja richtig tot. Machen ja brutal Schaden. Der erste Minecrawler, den wir gemacht hatten, der hat ja gar nichts entgegengesetzt, uns entgegengesetzt. Keine Ahnung warum. Oh nee. Hat er uns schon gesehen? Okay, einfach drauf prügeln.
In die Wand reinprügeln. So nämlich. So, war da noch einer? Haufen Schlangen sind hier. Wahrscheinlich geben die ganzen Schlangen hier mehr Erfahrung als die Minecrawler. Da lebt noch eine. Alte Truhe. Ja. Ja. Nehmen wir. Bogen. Naja, ist okay. Da lebt noch einer. Sonst nichts. Wasser erhalten. Wo ist denn dann Ortega? Der hat's doch auch hier in irgendeiner Höhle versteckt. Der Schlingel. Ich finde es auch schön, dass man für zwei Hasen genauso viel Erfahrung kriegt wie für einen Wolf. Bist du alleine? Der Elefant hier. Ich weiß nicht, klingen Nashörner so? Ich habe noch nie ein Nashorn in freier Wildbahn röhren hören. Kann man das so sagen? Zu schwer. Zu schwer. Hm. Aber hier war rostige Streitaxt. Ich weiß nicht, ob die so klingen. Aber es klingt komisch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie sich schon informiert haben, bevor sie den Sound da reingepackt haben. Aber es klingt trotzdem komisch. Jetzt Blutfliegen. Zwei. Mal hierher. Das Kronstöckel. Okay. Oh Gott! Jetzt komm schon. An der Kante bleibt sie hängen. So eine Scheiße. Feuernessel. Das ist Kronstöckel. Müssen wir wieder gegenheilen. Ich hab nichts zum. Also ich glaube, ich habe kein Gegengift. Nö. Ist doch mal so ein Schinken. Ich hätte gleich so einen Eintopf. Sowas sollte ich mal essen. Beziehungsweise auch, ich glaube, Kochen lernen rentiert sich mega. Es war ja in Risen auch so, dass Kochen also auch permanente Boni und so gebracht hat. Ja. Wo? Die Blutfliege da hinten oder? Wer hat Bock? Ah, ein Wildschwein. Die kommen aber auch immer aus dem Gebüsch gehüpft.
Da! Och nee. Da! Da unten sind wieder Wölfe. Oh Gott, da ist ja noch eine. Das sehe ich ja jetzt erst. Verzieh dich, ich muss kurz heilen. 7 bitte. Ja. Ja, komm, Gift, hör auf. Giftresistenz zu lernen ist auch saugut. Wo fliegt sie hin? Jetzt geht sie wieder nach Hause. Sie ist einfach zu krass. Okay, sie kommt gar nicht klar an dem Stein. Oh, jetzt komm schon! Mein Gott, pack das Schwert aus. Kurze, schnelle Schläge. Fliegen mit dem Bogen ist aber auch eine Scheiße. Sind die zu zweit oder zu dritt? Das sind schon wieder so viele. Kommst du alleine? Deine Freunde brauchen nicht mitkommen. Wieder brutal aggressiv, der Wolf. Da ist eine Schlange, die habe ich schon von Weitem gesehen. Der Sidestepper. Kommt ihr zweimal hierher? Komm schon. Mach ihn schnell weg. Schnell hier runter. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. So. So rum. So. Die Wölfe nach oben prügeln. Das funktioniert. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, aber es funktioniert. Ah, weiter geht's. Ein Schrat. Die Viecher sind ja auch was ganz Spezielles. Komm mal wieder mit nach hinten. Sonst kommt dein Freund und der Scavenger. Er gibt einfach 300 Erfahrung.
Und er macht genauso viel Schaden wie ein Wolf. Weniger als ein Wildschwein. Aber so langsam wird's eng mit Fleisch. Goblins, Scavenger. Ist auch noch ein Schrat. Hoffentlich ist da hinten dran jetzt keiner. Da ist schon mal keiner. Held, warum prügelst du ihn in diese Richtung vom anderen Schrat? Das war schon zum Scheitern verurteilt, weil wir im Kreis gegangen sind. Weil er ihn nicht in diese Hauswand prügeln wollte. Und wir haben es vorhin gesehen, auch bei den Minecrawlern, immer in eine Wand prügeln. Wenn die Gegner in der Wand geprügelt werden, dann können sie nichts. Okay. Er macht uns einfach. Oh, ich weiß doch auch nicht. Oder ich springe einfach aufs Dach und dann schießen wir ihn mit Pfeilen ab. Aber ich glaube, das dauert ewig. Wie Schaden machen wir denn mit einem Pfeil? Da ist ja auch noch einer. Nein, er hängt nicht mehr. Er hängt nicht mehr. Jetzt hängt er wieder. Wir gehen hier später hin. Das ist... Ach. Ich weiß nicht, wo Ortega ist. Irgendwo in der Küstenregion. Wo ist denn die Küstenregion? Aber das macht hier gerade echt wenig Sinn. Abdun, bitte. Danke. Boah, es ist schon wieder warm. Ich hab meinen Ventilator nicht an. Nicht wundern, ich wedel hier gerade ein bisschen mit der Tür. Man kann sie auch sehen, wenn ich sie ein bisschen weiter aufmache. Kommt so ein bisschen Luft immerhin rein. Wie weit geht die? So. Lass mich in Ruhe! Okay. Du schon wieder, Hirsch. Wo will er hin? Okay. Er ist einfach 10 von 10 im Ausweichen. Dann darf er weiterleben. Ortega muss doch hier irgendwo sein. Hier ist ja Redok. Da ist der zweite Ausgang von Redok. Da liegt noch der Minecrawler. Sag mal, verwest der nicht mal langsam? Sieht noch aus wie am ersten Tag. Hier ist Ortega. Wer greift uns schon wieder an? Niemand. Aber irgendwo ist ein Wolf.
Wölfe. Maximale Ausdauer. Ziehen wir mal an. Können wir ein bisschen mehr sprinten. Ein Wolf, zwei Wölfe, drei Wölfe. Wir könnten jetzt auch die Banditen in die Wölfe locken. Jetzt wirst du was erleben! Genau. Das werden wir jetzt mal sehen. Bleib stehen! Krieg ich dich doch noch! Ja, hey, du, komm her. Jetzt lauft ihr mir jetzt zusammen hinterher. Ihr seid auch ein paar Helden. Jetzt ist nur der Wolf da. Der bringt uns jetzt um. Es ist... Er stand wieder unter uns. Wie soll denn das ein Nordmar werden? Oh, in Nordmar werden wir richtig oft sterben. Das, ich merk's jetzt schon. Schwer ist halt schon schwer irgendwie. Na warte, Bürschchen! Ja, dann kommt mal alleine. Bleib stehen! Krieg ich dich doch noch! Nee, komm mal nur einer. Ah ja, es kommt auch nur einer, okay. Also, wenn wir die alle da einzeln rausgelockt bekommen, dann wird das gar nicht so schwer. Aber ich nehme jetzt den Mund lieber nicht zu voll. So wie ich gerade eben gnadenlos gegen den Wolf verkackt habe, kann immer was passieren. Krieg ich dich doch noch. Immerhin helle Baden und so geben echt Kohle. Wer will? Hallo? Ich mach dich fertig! Jetzt packt er einen Bogen aus. Nee, ich bleib nicht stehen. Nein. Ja, komm her. Ja, genau. Schön in den Nahkampf. Nee. Warte, warte. Ich muss auch ran. Er da hinten wartet auch noch. Er sieht das nicht. Er sieht das einfach wirklich nicht. Er sieht es halt. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Dann das Tutan, Freundchen. Wollt ihr wohl damit aufhören? Jetzt kommen alle. Nee, die kommen doch nicht. Ich mach dich fertig! Schnell hier rein. Ich doch noch. Oh, Scheiße. Okay. Ich
Das Schöne ist, dass der Held schön in eine Richtung angreifen kann. Und trotzdem... Krieg ich dich doch noch! So nicht. Oh, nee, das bringt nichts. Ich hab gerade überlegt, ob er schon einen Bogen in der Hand hat. Aber hat er nicht. Er kocht. Ja, dass man sich einfach umdrehen kann und der Held schlägt weiter in die eine Richtung. Ja, aber ich glaube, der Bandit hat keinen Bock. 38, sehr gut. Auch wieder ein Eintopf. Beim Brot weiß ich noch gar nicht. Er merkt es einfach nicht. Er kocht fröhlich weiter. Er hier, der da auf der Bank sitzt, ist das Ortega? Nee. Ham in den Rücken. Wie viele davon kommen jetzt an? Und warum geht das Licht an und aus? Oh, da kommen einige. Ich denk darüber nach. Ja, er denkt darüber nach. Nee, nur der eine bitte. Nee, da hinten ist Ortega, ich habe ihn schon gesehen. So, die anderen sind wieder weg. Schön. Die KI ist zwar unfair, aber auch dumm. Ich mach dich fertig. Er kommt echt allein? Bleib stehen. Ja, hey. Du wirst jetzt hier im Durchgang weggemacht. Und ich habe Angst gehabt hier. Jetzt bist du dran. Doch noch. Das sind halt echt drei Wölfe gefährlicher als die Banditen hier. Das ist so traurig. Jetzt sind sie schon wieder weg. Krieg ich dich doch noch! Ja, das glaubt er wirklich. Bleib stehen! Ja, ich bin doch hier. Keine Sorge. Also Wenzels Schwert ist halt echt so ein Gamechanger. Krieg ich dich doch noch. Das ist jetzt Ortega selbst, ne? Er saß auf dem Thron, das muss Ortega sein. Ja, komm her. Ja, das ist Ortega. Aber auch Ortega kann man in die Wand prügeln. Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, da habe ich große Fresse gehabt. Den Drehschlag, den habe ich nicht erwartet. Vielleicht machen wir doch wieder die kurzen Fechtschläge. Dann kann er nämlich nicht angreifen. Krieg ich dich doch noch. Jetzt sieht er uns.
Bleib stehen! Ja, ich bin hier. Keine Sorge. Ah! Oh, ah! Oh, oh. Ja, dann kriegt er nämlich keine Attacke raus. Mit den leichten Schlägen. Das setzt du mit der Hände. Krieg ich dich doch noch. Oder du. Du bist auch okay. Oh, der eine hat's versteckt im Dunkeln. Hat er gedacht, ich sehe ihn nicht. Ha? Moment. So haben wir nicht gewettet, Jungs. Einer nach dem anderen. Bleib stehen! Warum sollte ich? Du stichst mich nicht. Die mit Schild sind die schlimmsten. Er hat Reis. So, Held hat was gegessen. Erstmal was trinken. Schöne grüne Flasche. Irgendwie ist mein Gesicht echt heute komisch. Naja, kann man nichts machen. Die Tage sind nicht alle gleich. War er schon mal hinter uns her? Ich glaube, wobei. Bleib stehen! Nee. So nicht, Freundchen. Er blockt einfach und kriegt trotzdem Schaden. Du? Krieg ich dich doch noch. Ah, der Dicke ist jetzt doch da. Er will doch noch mitmachen. Moment. So nicht. Jungs, wer will? Erledigt das selbst. Haben wir hier noch irgendwas liegen lassen? Oh, Pfeil. Das sind immer noch drei. Das sind schon einige hier. Aber das schaffen wir noch. Jetzt habe ich wieder große Fresse. Das sind vier. Er rennt los, der andere, mit dem er geredet hat, geht einfach weg. Ja, hey, komm her. Nein, 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 nein. Jetzt lauf doch nicht weg. Fünf. Krieg ich dich doch noch. Jetzt haben sie uns beide gesehen. Das ist schlecht. Kommen sie jetzt auch beide? Das ist nur er da. Nicht hinfallen.
Natürlich schießt da jetzt einer mit dem Bogen. Komm mal wieder hierher. Das war frech. Jetzt. Lauf. Lauf schneller. Noch so eine 7 hinterher. Volles Leben und rein. Kommt gleich der nächste. Komm, schnell weg. Scheiße, das reicht nicht. Bleib stehen! Okay. Zwei noch, richtig? Einmal die 9 bitte. Danke. Den Kochprofi. Ich dich doch noch. Und den anderen mit Schild. Oh, er hat eine Armbrust. Nee, komm mal her. Nahkampf, Armbrust, Mann, war er. Nee. Finally. Finally. Alle Banditen weg. Zu schwer. Zu schwer. Guck mal, was hier noch alles ist. Zu schwer. Zu schwer. Schade. Nee, hör auf. Zu schwer, zu schwer. Jetzt überlegt, ob wir nicht mit Magie, also mit einer Spruchrolle, das Ganze machen sollten. Aber das sind ja einige. Nee, geh nicht an den Drehspieß. Oh, vorhin habe ich Gyros gegessen. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Er kann einfach nicht kochen, der Held. Dann raus hier. Moment, nein, 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 Moment. Haben wir alle Lampenölkisten? Scheiße. Er brauchte 6, richtig? Okay, es waren nur 5. Glück gehabt. Können wir hier bei irgendwem abkassieren? Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Okay. Du hast den Banditen Ortega erledigt. Das war eine große Leistung. Dafür bekommst du von mir noch extra Gold. Yay! Sind die Orks zufrieden mit mir? Du hast es geschafft. Du bist für die Orks kein Unbekannter mehr. Jetzt kannst du dich frei in der Stadt bewegen.
Geh gleich zu Uruk. Er will mit dir sprechen. Yay! Gleich mal speichern. Also, wir haben es geschafft. Oh, auch wenn wir oft gestorben sind, aber nicht an den Banditen. Ja, war gut. Danke fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Gothic 3. Bis dann.